Hello Friends! Willkommen zurück! Ein neuer Part, Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ich bin selber schon so aufgeregt, wir sind im Teufelsturm. Das Finale steht kurz bevor und wir nähern uns auch mit großen Schritten schon dem 100. Part. Noch nicht ganz. Mal sehen, ob wir den überhaupt erreichen. Vielleicht sind wir ja schon so gut, dass wir ihn beim nächsten Mal schon platt machen. Den Dicken, den Ganon. Aber erstmal gilt es, hier diese Siegel zu brechen. Und ja, ich glaube, da gibt es gar keine bestimmte Reihenfolge für, in der wir das machen müssen. Wobei, das ist halt bedingt dadurch, dass wir keine Titanhandschuhe haben, wahrscheinlich eher der letzte von Rauro, der Raum. Gehen wir also mal hier zu dem Gerudo-Raum rein. Oh Gott. Tschüss. Ich sag dir tschüss. Danke. Nicht nur betäuben, sondern ausschalten. So. Was haben wir denn hier Schönes? Okay. Ein paar Piekse fallen. Wieder ein paar silberne Rubine. Du bist schneller, aber trotzdem keine Gefahr. Wir könnten auch die Statue verschieben. Du bist noch schneller als der andere. Auch kein Problem. Da lohnt es sich, dich zu verschieben. Wenn Link das mal machen würde. Oder geht das nicht? Doch, geht. Weil das ist mir dann doch ein bisschen zu eng, um da ranzukommen. Bei dir genauso, du bist auch zu schnell. So. Dann kommt man. Ich wollte gerade sagen, kommt man daran unbeschadet, aber mau. Oh, da habe ich nicht aufgepasst. So, und hier oben drüber. Was willst du mir sagen, Navi? Bestimmt, dass ich die Bombe wegschmeißen soll. Ich wollte eigentlich. Dahin. Also, dann haben wir doch alle. Navi, was willst du mir hier sagen? Warum leuchtest du hier grün? Was kann ich hier anstellen? Kann ich hier einen Zeitblock erstellen? Wir versuchen es mal. Ah, dann wäre doch der Enterhaken darüber voll unnötig. Was sollte ich da tun? Nö. Passiert nichts. Kann ich irgendwas lesen? Navi, ich weiß nicht, was du von mir willst. Wir haben das Rätsel des Raums gelöst, die Tür ist offen, wir gehen weiter. Also. So. Schnecke! Nimm dies! Und. Hey! Du auch! So. Ein bisschen Magie auffüllen. Okay. Kommen wir da ran? Warum kommen wir da nicht ran? Okay, dann halt mit einer Bombe. Ablegen. Tschüss! Deck auf! Sehr schön. Toll. Achso. Ist bei uns erschienen. Krabbelminen. Ah. Oh. Ach stimmt, da oben ist eine Luke. Okay, sehr gut. Das war der entscheidende Hinweis. Und einmal gerade rüber, bitte. Funktioniert? Yes. Tür offen. Die habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, die Krabbelminen. Die benutzt man halt auch so selten. Sind halt wirklich nur für 2-3 Stellen im gesamten Spiel wirklich nötig und ansonsten eine nette kleine Option. So, alles klar, wieder mit den Sonnen arbeiten. Dazu müssen wir aber erstmal uns irgendwoher Licht beschaffen, von oben. Da ist ein Spinnennetz in der Decke. Ich versuch mal das. Und hep. Flame! Yes! Wir haben Licht. Wir packen die magischen Pfeile mal wieder weg. Und nehmen uns den Spiegelschild. Nein. Master Schwert hätte ich gerne behalten. So. Welche ist die richtige Sonne? Die nicht. Was passiert? Oh nein. Deckenkrabscher! Ja. Der mit seinem Cash, ey. Die haben alle immer so viel. Die geben so viele Rubine, diese Deckenkrabscher. Na komm. Auch nicht. Und ein neuer. Okay, da reicht sogar ein Sprungschlag. Wie viel haben wir noch? 2. Dann du zuerst. Natürlich ist die letzte die richtige. Oder ist es automatisch immer die letzte, die man macht? Nein! Oh oh.
Kommt der wieder? Yay! Ich will den noch. Kommt der wieder? Ich will wissen, was passiert, wenn man alle tötet. Kriegt man vielleicht noch eine extra Truhe oder so? Okay, nö, der kommt nicht wieder. Gut. Dann gehen wir weiter. Mhm. Ich glaube, wir sind da, wo wir das Siegel brechen können. Okay. Au, okay, das tut weh. Wie war das nochmal? Was mussten wir tun? Warte mal, ist hinter uns noch irgendwas an der Decke? Nö. Ach so, das ist wahrscheinlich nur die Leitung nach draußen, ja. Ich glaube, man muss einfach nur reinschießen, oder? Reicht ein normaler Fall oder muss das schon ein Lichtfall sein? Es musste wahrscheinlich schon ein Lichtfall sein. Das sagt einem aber auch keiner. Und einmal Lichtpfeile. Strahl, 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 Strahl und pfiou. Ja. Es müssen die Lichtpfeile sein. Ja, gut, dass wir die schon gekriegt haben. Das Geistersiegel ist gebrochen. Streng dich an, Kleiner. Werden wir machen. Danke, Naburo. Erstes Siegel. Oh mein Gott! Voll auf dem Trip. Erstes Siegel gebrochen. Boah, diese Zoom-Effekte sind echt anstrengend. Kraft erloschen. Nächstes. Okay, da geht's nicht weiter. Dann gehen wir in den Wald. Dann brechen wir das Waldsiegel. Was müssen wir hier tun? Okay, oh, oh, oh. Hier wird's ja richtig, richtig dunkel, lila, giftig irgendwie. Komische Atmosphäre hier drin. Zack. Nette kleine Truhe. Was ist drin? Nur ein Fünfer. Na gut. Hat sich ja gelohnt. So, okay, das ist eindeutig. Dann folgendes. Ich habe oben über der Tür auch noch einen gesehen. Machen wir erstmal den. Und Alep. Die brennt. Und weil ich es mir leisten kann, einfach die anderen vier mit dem Feuerzauber. Boots. Er war nicht ganz in der Mitte. Sonst wären sie alle gleichzeitig angegangen. Aber Ziel erreicht. Weiter geht's. Zweiter Raum. Oh, ich erinnere mich. Warte mal. Was ist auch so finster hier drin? Gleitstiefel. Wir brauchen definitiv die Gleitstiefel. Nein. Mann. So. Spiegelschild brauchen wir auch nicht. So. Brauchen wir sonst noch was? Okay. Ich hoffe, das ist diesmal ein Zeichen dafür, dass wir hier Zeitblöcke erstehen lassen können. Ja. Okay, sehr schön. Ich will mich nicht unbedingt drüber wehen lassen. Während dem... Wobei... Vielleicht ist das sogar das Rätsels Lösung, um an den da oben zu kommen. Wir warten mal noch einen Moment. So, jetzt pustet ihr wieder. Nee, okay. Kann man sich... Oh, wenn ich von hier... mich rüberziehe, denn das dürfte eigentlich nicht ganz passen. Das dürfte nicht ganz passen. Kann ich mich hier irgendwo ranziehen? Nein. Drüben auch nicht. Wie komme ich an den hier? Ich wette, ich habe es eigentlich schon richtig gemacht. Ich habe mich nur doof angestellt. Weil wenn ich von hier jetzt mit dem Enterhaken, falls ich da überhaupt rankomme, mich ranziehe, dürfte ich den knapp verfehlen. Ich komme ran. Ja. Das war mir klar. Okay. Dann mal so.
Okay, die waren gerade noch nicht aktiv, ne? Yes! Erledigt. Okay, was bewirkt der Schalter da unten? Und wie komme ich von da wieder weg? Nein, nein! Oh! Oh, das ist ja gemein. Ich muss halt aufpassen. Okay, aber der Block bleibt da, das ist gut. Schmeiß mal an. Schmeiß mal an den Motor. Nee, das reicht nicht. Okay, anvisieren sollte man schon. Perfekt. Okay. Dann holen wir uns doch erstmal die da. Das sollte easy sein. Dreht er sich dauerhaft? Nein. So. Und jetzt erstmal, damit ich nicht weiter drüber über diese kleinen Plattformen laufe, schnell die Stahlbotten anziehen. Stehe fest. Wieder wechseln. Und zurücklaufen. Nice. Okay. So, dahin sollte es auch kein Problem sein, wenn du nämlich pustest. Genau, kommt man hier hin. Aber was zum... ich habe keine Idee. Vielleicht... Nee, das muss einfacher gehen. Das muss einfacher gehen. Gibt es hier mit dem Auge der Wahrheit irgendwo einen Enterhaken-Spot, den ich so nicht sehe? Das wäre natürlich das Idealste. Aber... Nein, nein, nein. Nö. Hier drüben vielleicht? Nö. Eine Plattform, die ich nicht sehe dadurch? Nö. Ja, man muss mit den Ventilatoren arbeiten, um da hochzukommen. Okay. Ja, wieder aus. Wieder aus. Okay, dann gehen wir erstmal wieder zur Startplattform zurück. Okay, okay, okay. Kriegen wir hin. Vielleicht ohne die Gleitbotten? Wir versuchen es mal ohne. Pustest du schon? Nein, du pustest nicht. Oh, der Schalter da unten. Es muss was mit dem Schalter zu tun haben. Vermute ich jetzt mal. Höp. Ja, nö. Der pustet einfach nur stark. Okay, dann mit den Gleitbotten auf den Schalter. Was tust du? Was hast du getan? Alles klar. Okay. Frage beantwortet. Okay. Und dann über den mittleren Weg kommen wir zur Tür. Perfekt. Gut. Sag ich doch, das muss doch viel einfacher gehen. Oh, da sind wir schon. Stimmt, das war ja schon der zweite Raum hier im Waldabschnitt. Wirklich, Link. Ja, Magie ist gerade bitter nötig. Herzen. Nett. Und dann ist wieder Lichtpfeilzeit. Und ich renne einmal im Kreis in die falsche Richtung. Boom. Peng. Geplatzt. Hallo, Salia. Das Waldsiegel ist gebrochen. Beeil dich, Marco. Bin dabei, bin dabei. Boah. Und wieder zum Ausgang gewarpt. Okay, Energie erloschen. Next. Warte. Ist es da noch eine Brücke oben? Okay, keine Ahnung. Unten ist jedenfalls der Eingang zum Wassersiegel. Ich will mich aber hier unten erstmal nochmal umgucken, weil hier gab es nämlich einen versteckten Raum, den auch noch nicht jeder kennt. Ich habe noch bei vielen Spielern, die das Spiel eigentlich gut kennen, gesehen,
So, was? Hier gibt's noch einen Raum? Muss den selber erstmal noch finden. Der ist aber trotzdem tatsächlich sehr auffällig gewesen. Wo war der? Müsste eigentlich hier unten gewesen sein, oder war das oben? Nee, eigentlich. Ich bin der Meinung, es war unten. Ja, hier. Unsichtbare Wand. Man sieht aber trotzdem so ein bisschen die Konturen unter der Brücke, dass da irgendwie so, ne, was ist. Sieht man das mit dem, ja, mit dem Auge der Wahrheit sieht man's. Kommt man durch. Ein Feenraum! Und nochmal ein paar Laubkerle, die einem nochmal Scheiß andrehen, falls einem Sachen ausgehen und so. Und eigentlich hätte ich auch gar nicht... Ja, gut. Nee. Ich hätte gar nicht zu dem Feenbrunnen vorher gehen müssen. Hier sind ja welche, aber trotzdem. So, habt ihr den auch mal gesehen? Die Laubkerle, ja, könnten wir mal ansprechen, so, aber... Nicht jetzt. Vielleicht, wenn wir alle Siegel gebrochen haben. So! Oh nein! Ein kleiner Eisdungeon für den Wassertempel. Oder für das Wassersiegel. Ah. Okay. Machen wir erstmal hier die Eisfiguren platt. Wir müssen auch hier wieder mit blauem Feuer arbeiten. Das heißt, wir müssen eine Fee loswerden. Na gut. Wenn ihr es so wollt. So, sagt mir jetzt, hier ist bestimmt eine Eisfalle drin, oder? Nee, okay. Hab nichts gesagt. Ein Herz. Aber, na gut. Wie nett. Und jetzt ist hier bestimmt die Eisfalle stattdessen drin, so von wegen, hier kriegst du einen Schaden, ja, und auf der anderen Seite ein Herz. I knew it! Einfach wieder aufgelöst. Okay, na dann, einmal die Fee freilassen. Wow. Blaues Feuer nehmen, den Eingang schmelzen und nochmal neues blaues Feuer mitnehmen. Für den Fall, dass wir es nochmal im nächsten Raum brauchen. Ich wusste es, es war zu weit weg. Ich habe gerade noch gedacht, na, stehe ich nicht vielleicht einen Tick zu weit weg und... Die haben sich aber auch. So, hier, guck mal, ich stehe genau davor jetzt. Na, geht. Jetzt löst dich nicht gleich wieder auf. Natürlich. Feige Sau. Eiszapfen genau hinter mir. Uah. Ah, ich muss den sogar noch loswerden. Komm mal wieder. Hey, Dude. Hey. Ah. So. Damit die Tür aufgeht, müssen alle besiegt sein. Und nochmal ein Schieberätsel. In 2 Minuten, ist klar. Oh, Fee. Okay. 2 Minuten Schieberätsel. Wo muss ich hin? Da oben müsste ich ran. Warte. Wenn ich den da hinschiebe, habe ich keine Chance mehr, den da wegzuschieben. Und hier wäre es nur in ein Loch. Das heißt, ich mach. Was mache ich denn? Ich schieb dich mal dahin. Okay. Das ist kein Loch, wo ich runterfalle, sondern wo ich einen Block reinschieben kann. Dann brauche ich aber... Dann muss ich dich da reinschieben. Nein, nicht hochklettern. Schieben. So, genau. Jetzt fällst du da rein und dann kann ich mit dem darüber... Jawohl. Okay. Gut. 1 Minute Zeit haben wir noch. Alles cool. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hier ist echt kalt. So, jetzt da hinten hoch. Hey, komm. Du willst doch sonst immer überall raufklettern. Schmilz. Und
Ja, der sieht eingerostet aus. Hab's schon vermutet. Uns wird echt nochmal alles abverlangt, was wir im Spiel gelernt haben. Tür offen. Das war knapp. Wo kamen wir her? Wo müssen wir hin? Ich glaube, hier müssen wir einfach nur hin, ne? Jetzt haben wir kein Feuer mehr, aber das ist egal, wir sind am Ziel. Sehr schön. Och, Link, du bist zu blöd, einen Krug zu zerschmettern. Okay. Lichtpfeiler haben wir noch ausgerüstet. Und Feuer frei. Das Wassersiegel ist gebrochen. Beeil dich, Liebster. Oh Gott. Ich denke immer noch, wir sind verlobt. Die gute Ruto. Wassersiegel gebrochen. Und schwupp. Okay. Auf geht's zum nächsten. Zum Schattensiegel. Oh, oh, ich glaube, hier wird's finster. Freunde, aber erst beim nächsten Mal. Solange bleiben wir noch hier draußen im Hellen stehen, wo wir was sehen können. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr bleibt weiter am Ball. Es fehlen nur noch... Wie viel haben wir? Drei? Ja, drei Siegel. Schatten, Feuer und Licht. Und dann können wir zu Ganon nach oben. Also, bis zum nächsten Part. Cheerio.